Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Mein Name ist Adam Wilczek von MechDU und heute würden wir zusammen ein Radlager an meinen Golf 4 tauschen. Der hat knapp 210.000 Kilometer gelaufen. Da ist der AKQ-Motor drin, die 1,4-Liter-Maschine. Und wie habe ich das gemerkt, dass mein Radlager, oder wieso tausche ich es eigentlich, das Radlager, weil es defekt ist? Ich höre es leicht klopfen. Im Bereich zwischen 10 und 30 km/h höre ich ein klopfendes Geräusch. Ich kann es euch leider nicht zeigen, weil mein Problem ist, der Golf ist gerade eben auf der Hebebühne. Aber ist nicht so weit schlimm. Wie habe ich dann festgestellt, welches Radlager es ist? Ja, ich habe mich fahren lassen, habe mich mal vorne reingesetzt, habe mich mal hinten reingesetzt und habe festgestellt, das Geräusch kommt von hinten. Und bei einer Rechtskurve, sprich, wenn sich das Gewicht vom Fahrzeug auf die eine Seite verlagert, dann ist die eine Seite entlastet, die eine Seite mehr belastet. Da habe ich gemerkt, es ist leiser und in der Linkskurve ist es lauter. Dementsprechend weiß ich, dass es das rechte Radlager ist. Das heißt, das tauschen wir heute zusammen und schauen uns noch ein paar Sachen hier hinten an, weil ich sehe schon ein paar andere Defekte, die mir gleich ins Auge gesprungen sind. Ich würde sagen, viel Spaß dabei und legen wir mal los. Aber das Rad geht gut ab. Ja, hier hat es ein bisschen Rost drauf. Das ist aber eine komplett neue Bremsscheibe. Was mir aber sofort auffällt, ist der Bremssattel. Das ist ein No-Name-Bremssattel, der ersetzt wurde. Gefällt mir gar nicht, weil so No-Name-Gruscht brauche ich nicht. Was haben wir hier für Bremssystem? Von welchem Hersteller? Ich finde sowas ein bisschen immer schön. Ja, ich sehe es gar nicht. K. Was ist das für ein Hersteller? Also kein ATE, kein Brembo. So viele Hersteller gibt es da gar nicht. Kein Bosch, also billig Scheiß wieder. Ne? Gucken wir uns das mal an. Den Bremssattel prüfe ich gleich auf Herz und Niere, ob der richtig arbeitet, weil es passt mir nicht so ganz. Was mir gleich auffällt, ist das da hier. Das ist eher ein Problem. Das hatte ich nicht auf dem Schirm. Ja, das ist einfach Schrott. Also das hätte man auch schon damals sehen können, dass hier die Bremsleitung defekt ist. Ja. Hier hat irgendeiner Schwachsinnsfedern eingesetzt, wahrscheinlich irgendwie um es tiefer zu legen, was auch immer. Der Stoßdämpfer des Todes. Ja. Hier ist er schon richtig hinüber. Ja. Das ist ein, ja gut, die Schraube geht auch so auf. Gut. Ich wollte schon wieder das Spielzeug einsetzen. So, sollte euch nicht passieren, weil diese... Ja, okay. Ich sag die Firma jetzt nicht, aber... Ich sage jetzt nicht keine Firma, wie die Dinger heißen, aber so ein Scheiß. Alter. Okay. Gut. Hier sieht man auch, dass nichts gereinigt worden ist, ja. Na gut, kann man auch machen. Gucken wir mal, ob wir die Bremsscheibe runterkriegen. Sehr gut. Dadurch, ja. Und hier sieht man auch, dass nichts richtig gereinigt worden ist. So, da sieht man mal wieder, das ist Schlamperei von Anfang bis Ende, ja. Neue Bauteile verbaut, Hauptsache, dass es so lange hebt, bis es aus der Garantiezeit draußen ist. Aber im Grunde genommen, hier fehlt komplett die Reinigung der Radnabe. Die sieht man ja deutlich, dass wenn die Bremsscheibe so neu ist, dann kann ja nicht da unten so aussehen. Was hier auch noch fehlt, das Reinigung unter den Blechen hier, ja, das ist komplett vernachlässigt. Hier liegt der Dreck drunter, das sieht man, dass hier gar nichts gemacht worden ist, auch keine Paste verwendet. Da sage ich jetzt mal nichts dazu, das muss nicht unbedingt sein, aber hier wurde halt nichts gemacht, ja. Die rostet irgendwie von innen auf, ja, bläht sich von innen auf, ja, was ist das dann für ein Material? Wenn ihr im Notfall von 160 runterbremsen müsst, dann fällt die auseinander oder was? Also, ja, das heißt, weg mit der Scheiße. So, hier das auch weg. Gut. So, jetzt müssen wir das Ganze hier aufmachen. Es geht eigentlich mit dem Schraubenzieher ganz gut. So, ich habe hier so eine Nuss. Ist in der 30er
viel Zahnnuss. Wir verwenden so einen Abzieher, gibt es für ein paar Euro meistens im Baumarkt, halten ganz gut. Immer Schutzbrille aufziehen, gell, bei solchen Aktionen. Das hier können wir eigentlich abziehen. Okay, spülen wir das Ganze mal. So, ich blase das jetzt mit Druckluft aus. Wichtig ist, ich würde da jetzt nicht irgendwas reinstopfen, sondern es einfach mit Druckluft ausblasen. Also, bei so alten Autos kann man so rechnen, eine halbe Flasche pro Auto so gefühlt. So, einmal hier Rostlöser dran. Ganz wichtig. Und ich versuche auch von hinten auf die Gewinde. So, wir müssen nur ein bisschen auf den ABS-Sensor hier aufpassen, also den Draht-Drehzahl-Sensor. Hier ist es. Ja, also hier kriege ich das zwar nicht drauf, aber ich bin mir sicher, dass es ein 16er ist. So, wir reinigen die Oberfläche mit einem Dremel. Leider kriege ich den Sensor hier nicht raus. Und da der Sensor ein bisschen teuer ist, will ich das eigentlich nicht riskieren, den zu kaputt zu machen. Jetzt müssen wir mal kurz gucken. Wir haben ein Problem, und zwar hier ist schon der Rost sehr weit fortgeschritten. Hier hinten ist es aber okay, ja, das heißt, wichtig ist, dass diese Fläche einfach plan ist, sonst habt ihr nachher ein Rad, das schräg sitzt. Neues Blech, neue Schrauben verwenden. Die Teile und das Blech tue ich euch in die Infobox. Die Schrauben hier, das muss man oft beim VW-Händler original holen. Die gibt es meistens im Aftermarket nicht und in den ganzen Online-Shops. Einmal 30 Newtonmeter. Guckt, dass ihr genügend Platz habt, ja, für die 90-Grad-Drehung. Manche Lager lassen sich einfach draufschieben. Dieses Fall schon, das ist die 3420 von VW. Das habe ich auch beim Octavia gebraucht. So, jetzt habe ich hier einen Stillstand. Jetzt kann ich das aufdrehen, das Werkzeug. So, jetzt war es fest. 70 Newtonmeter. So, vorgespannt. Angeschnallt. Grad. Damit ist es dicht und wir können weitermachen und es fällt auch kein Dreck mehr ins Lager, deswegen am besten gleich drauf machen. In jedem guten Kit sind so Unterlegbleche, neue Schrauben und das Material, was man braucht, dabei.
Diese Werkzeugplättchen verschleißen sehr schnell, aber dafür reinigen sie auch sehr gut. Ich habe mir natürlich neue Gummis geholt. Was ich ein bisschen blöd finde an den Gummis ist folgendes. Wo ist das Fett? So, ganz kurz, es gibt ja zwei Stifte hier drin. Einmal mit Stufen, der ist hier oben für gewöhnlich, also für gewöhnlich, meiner ist hier, hat keine Kerben. Der hier mit diesen Kerben, ja, die sind symmetrisch angeordnet, der hat hier keine, der hat hier nur eine Stufe, der kommt unten hin. Also der ist unten, der ist oben. Wichtig! So, also die Eigenschaft sollte, so sollte es eigentlich immer sein, dass es sich zurückziehen will, genauso wie hier. Vier Newtonmeter. So, jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Ich mache es so rum, ich tue jetzt hier schon mal das Material drauf. Das ist eine Keramikpaste. So, bevor wir starten, den Kolben zurückzustellen, müssen wir kontrollieren, ob zu viel Bremsflüssigkeit im Bremsflüssigkeitsbehälter ist. Er ist schon über Maximum, das heißt, wir sollten auf jeden Fall was mit einer Spritze absaugen. In meinem Fall geht der Kolben kaum zurück, also das heißt, da wird sich eigentlich nicht viel tun. Am Schluss, wenn ich fertig bin mit beiden Bremsen, würde ich das kontrollieren. Nichtsdestotrotz, für euch heißt es, ihr macht hier auf, legt euch ein Tuch, so wie ich das habe, beiseite, lasst die Bremsflüssigkeit abtropfen, die ist für den Lack und andere Sachen ätzend. Im Notfall mit viel Wasser abwaschen. Also hier so abstellen auf ein sauberes Tuch und dementsprechend hier mit einer Spritze absaugen das Ganze. Und wenn ihr fertig seid, Kontrolle natürlich, ob das Ding hier noch ausreichend Bremsflüssigkeit hat. Kontrolle geht aber nur mit eingesteckten Fühler. Also jetzt eine Kontrolle ist der Füllstand abgesunken, ja, das heißt, dementsprechend ist es wichtig, dass der Fühler mit eingesetzt ist. Wir können das Ganze schon langsam vorsichtig aufsetzen. Schön vorsichtig und langsam. So, hier müssen wir das Ganze zupressen. Einmal da, einmal da. So, und jetzt wird es interessant. Hier hineinschauen und ihr seht diese Klammern. Und diese Klammern, das ist wichtig, dass eine Klammer hier oben eingerastet ist und die andere Klammer hier. Genauso da hinten, ja, das kann man reinfühlen. Und das spürt man, wenn ihr das nicht habt, ja, wenn das nicht der Fall ist, dann habt ihr auf der Bremse hier sofort ein Vibrieren, ja, dann werden eure Bremsklötze vibrieren. So, das ist ganz wichtig. Newtonmeter. Und dann müssen wir das Ganze hier reintun. Was mir auffällt, ist, dass das da hier nicht richtig eingestellt ist. Die Handbremse ist also nicht richtig eingestellt. Das machen wir jetzt nicht mehr in dem Video, aber ich habe schon mal ein Video dazu gedreht, wie man Bremsen bei so einem System macht. Das war an einem Fabia, aber es ist 1:1 das Bremssystem. Hier oben mal das Video dazu. Schaut es euch an und dort ist gezeigt, wie man das Handbremsseil richtig einstellt. Sollte wie in meinem Fall ein bisschen von der Paste hier drauf gekommen sein, einmal wegwischen, ja. Innen- und Außenseite, Innenseite könnt ihr so reinfassen, ja. Die Oberfläche nochmal komplett fettfrei machen. So, ich weiß nicht, ob ihr sehen könnt, aber wir müssen natürlich noch den Sensor wieder anschließen. Ja, das ist wichtig. Was oft vergessen wird, ist der Bereich hier, ja. In meinem Fall sieht eigentlich hier alles sehr gut aus. Newtonmeter. Wenn ihr fertig seid mit der anderen Seite, wichtig, nochmal mehrmals die Bremse betätigen,
Bremsflüssigkeitsstand kontrollieren und auf Probefahrt gehen. Also wir sind auf jeden Fall über Max. Das kann man jetzt mit einer Spritze abziehen. Und das ist ganz wichtig. ATE schreibt vor, dass man von 80 km/h auf 30, 20 runterbremsen soll. Und dementsprechend, natürlich sollte keiner hinter einem sein. Und dementsprechend sollte man nach 5, 6 Mal, wenn man das 5 oder 6 Mal gemacht hat, ein sauberes Bremsscheibenbild haben. Das heißt, dieser ganze Lack ist ringsrum weg. Damit bin ich für heute fertig und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Dann nicht vergessen, liken, teilen und meinen Kanal abonnieren, da bleibt ihr auf dem Laufenden. Und mit der Hinterachse des Todes geht es natürlich weiter. Ich bedanke mich bei euch, ich bin Adam Wilczek von MechDU. Bis zum nächsten Mal, bis dann.